Ein ganz listiger und sehr gebildeter Mensch hat gesagt, ich rühre gerne in Trommeln, und da hat er recht. Willkommen zum zweiten Video von Silosima 5 rührt in der Werbetrommel. Heute will ich euch einen netten Menschen vorstellen, nämlich dem Musiker 1992. Aber jetzt keine Angst, ihr seid jetzt hier nicht wieder auf dem Musikkanal und wir singen dann zusammen und dann habt ihr Ohrenkrebs. Nein, er macht Let's Plays. Ja, wer hätt's gedacht? Dann fangen wir doch erstmal mit dem Kanal als solches an. Mir gefällt er ziemlich gut. Ihr wisst ja, ich habe keine Ahnung von Hintergründen, aber der Hintergrund gefällt mir. Vor allem Catwoman. Hallo, Schätzelein. Ja. Im Moment hat er 26 Abonnenten und 8.025 Videoaufrufe. Das müssen wir doch steigern, das geht doch mal gar nicht. Ja, was macht diesen Menschen so speziell? Meiner Meinung nach macht er echt hammerlustige und vor allem sehr schöne Videos. Ja, schöne, ich weiß nicht, mir fiel irgendwie kein Wort ein, um es zu beschreiben. Es gefällt mir ziemlich gut, was er macht. Dann kommen wir doch erstmal auf die Projekte zu sprechen, die er am Laufen hat. Im Moment hat er, oder besser gesagt, schauen wir uns das mal in der Übersicht an. Sind wir hier ziemlich schön. Also er hat Let's Play All Zombies im Laufen mit einem Partnernetzwerk. Ich glaube, Creed Gamers heißt das Zeug. Habe ich noch nicht reingeschaut. Dann Lollipop Chainsaw, eins der wohl coolsten Spiele, das rausgekommen ist und echt der Hammer ist. Bastion, Darksiders, Super Mario Worlds, Let's Shows, Bionic Commando, Asuras Wrath. Ich kann es sagen, aber ich versuche es richtig heiß gilt auszusprechen. Portal, Luigi's Mansion and Kirby's Fun Park. Park? Ja, Park heißt es. Wir wissen es nicht. Ja. Warum solltet ihr ihn euch ansehen? Ja, warum solltet ihr ihn euch eigentlich ansehen? Das ist eine gute Frage, denn ich sitze ja von diesem Video und denkt, was erzählt der Kackkopf da schon wieder? Also, meiner Meinung nach solltet ihr euch ihn anschauen, weil er echt witzig ist und auch Spiele zockt, die wirklich witzig sind. Und er hat auch ein bisschen diesen Spagat zwischen ganz aktuellem und etwas älterem. Zum Beispiel im Moment, Lollipop Chainsaw und auch Darkseid, das sind für mich Spiele, die ziemlich neu sind. Dann hat er aber auch Spiele am Laufen, wie gesagt, Luigi's Mansion oder Kirby. Und das ist ein bisschen der Spagat, den ich eigentlich noch mag, weil man ein bisschen zwischen, ich sag's jetzt mal hart, Neuzeit und Retro-Feeling. Was zeichnet ihn aus, so als, was würde ich sagen, wie ich ihn als Menschen so bei den Let's Plays erlebe? Er ist nicht so ein aufgedrehter Let's Player, also es gibt da wirklich solche, die sind wie auf Drogen, die gehen dann richtig ab und labern die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiße. Er ist eher ruhig, aber hat diese Situationskomik drinne, die ich sehr schätze. Also ohne Witze groß zu provozieren, einfach aus der Situation Komik zu erzeugen. Also was ich ja, vor allem was, wo es am besten rauskommt, meiner Meinung nach, ist bei Lollipop Chainsaw, weil es extrem viele Vorlagen liefert und er sie auch annimmt und daraus was Eigenes macht. Weil ihr müsst vielleicht wissen, ich schaue Lollipop Chainsaw von 10 verschiedenen Let's Playern und muss sagen, er ist bis jetzt der witzigste, den ich von diesen 10 zu diesem Spiel gesehen habe, weil die anderen entweder nur übelste Kacke zusammenlabern, die Witze entweder nicht verstehen oder die Anspielungen nicht und auch nichts was selber daraus machen. Deswegen, dort finde ich, kommt zum meisten raus. Deswegen würde ich jetzt gerne auch noch sagen, genau ist eigentlich das, warum will ich es gerne sagen. Ja, das ist so ein bisschen das Feeling von ihm. Also, er ist eher ein ruhiger Typ, so wie ich das gesehen habe in den Videos, aber kommt halt mit der Situationskomik sehr gut zurecht. Wie gesagt, wenn ihr, was müsst ihr mögen, um ihn euch anzusehen zu wollen? Oh ja gut, jetzt hat er aber einen echt komplexen Satz gemacht. Ja, ja, so bin ich. Jemanden, der etwas ruhiger kommentiert, vielleicht auch, wenn ihr auch andere Let's Player schaut, die etwas mehr Kacke labern, ist das immer wieder mal schön, jemanden zu haben, der ein bisschen ruhiger kommentiert, aber trotzdem immer noch witzig ist. Natürlich, sein Humor muss euch gefallen. Mir kommt da manchmal so ein bisschen rüber.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage. Manchmal ist es so, dass ich glaube, dass er extrem nervös ist. Also ja, ich weiß es nicht, wie es ist, oder? Aber es kommt bei einem Video war es so, habe ich irgendwie gedacht, wo ist er echt nervös? Und da musste wirklich auch ein bisschen über seinen Schatten springen, weil manchmal hat er auch echt einen trockenen Humor. Also wirklich echt hart. Da den muss man auch mögen. Ich muss sagen, ich glaube, hier ist ein bisschen das Problem, dass nicht jeder den gleichen Witz hat. Hat ja nicht wirklich nicht jeder, aber man muss das halt ein bisschen mögen, dass er ein bisschen aus der Situation das Beste daraus macht und das auch ein bisschen trocken formuliert. Also ist nicht einer, der extrem laut ist oder was weiß ich, sondern einfach wirklich ein ruhiger Typ. Dann natürlich müsst ihr Spiele mögen, die brutal sind. Deswegen auch Super Mario World. Wenn ihr müsst auch Spiele mögen, die weniger brutal sind, wie Lollipop Chainsaw. Oder auch auf Indie-Spiele könnt ihr stehen. Ja, zum Beispiel auf Bastion habe ich mir noch nicht angesehen. Bionic Commando, den alten Klassiker. Auch vielleicht auch auf Retro. Müsst ihr stehen, um hier am richtige was? An der richtigen Adresse zu sein. Oh Gott, es ist so früh am Morgen, ich kann nicht reden. Er wird euch wahrscheinlich weniger gefallen, wenn ihr wirklich einen sucht, der kontinuierlich die ganze Zeit nur am Palavern ist. Also, was ich sehr schätze, bei Cutscenes ist er ruhig. Ist schon mal sehr gut. Da während dem Spiel, er redet zwar schon, hat einen Fluss, aber redet nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheiße, die entweder gar nichts damit zu tun haben oder extrem überdreht sind. Und das macht ihr einfach nicht. Und wenn ihr das sucht, seid ihr hier falsch. Auch wenn ihr jemanden sucht, der extrem laut ist oder was weiß ich, seid ihr hier sicher auch an der falschen Adresse. Und wenn ihr die ganze Zeit nur High-End-Grafik-Zeug sehen wollt, seid ihr hier auch falsch. Meiner Meinung nach sind die Spiele zwar neu, aber nicht die High-End, was weiß ich alles, dass es einem fast den Schlag ins Gesicht gibt, sondern er macht da auch Ausnahmen draus. Ja, was kann man denn noch so Schönes sagen? Ja, ich kann nicht, wo ich am meisten was dazu sagen kann, ist, vielleicht kann man es noch zum Abschluss jetzt noch sagen, was ist mein Projekt, das ich euch wirklich ans Herz legen würde? Ich würde natürlich sagen, alle, aber man mag ja nicht alles von einem, also ja, nicht jedes Spiel, sagen wir mal so, obwohl ich immer sage, man kann auch Spiele sich ansehen, wo man sich denkt, würde ich mir nie im Leben kaufen, aber weil ich den Let's Player mag, würde ich es mir reinziehen. Was ich wirklich wärmstens ans Herz legen kann, ist sein Let's Play zu Lollipop Chainsaw. Ich kann euch sagen, schon das Game gehe ich ab und mit seinen Kommentaren, da feiere ich jedes Video. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Wenn ihr es schon gemacht habt, macht's auch nichts. Wie gesagt, ich schaue Lollipop Chainsaw von 10 verschiedenen Menschen. Und ihr müsst euch das wirklich reinziehen, weil er das wirklich, wirklich sehr gut macht. Und er hat verdient. Dann, wie gesagt, wenig Kommentare, das gefällt mir also gar nicht, das können wir verbessern. Auch das hier können wir verbessern. Verbessern, das gefällt uns besser. Uns, ja. Wir sind ja schon zwei Menschen, wie jeder weiß. Und das ist eigentlich das, was ich so im Groben sagen kann. Jetzt kann ich natürlich nur sagen, besucht ihn, gebt ihm eine Chance, schaut euch das an, keine Vorurteile, keine irgendwie, weil jetzt der Silu jedes Video praktisch feiert, müsst euch da eure eigene Meinung bilden. Ich mach das nur, um euch zu zeigen, dass es jemanden gibt, oder vor allem einen etwas kleineren Let's Player gibt, der meiner Meinung nach, also wirklich viel besser als viele große Let's Player ist. Weil bei den großen Let's Playern hat es sich meiner Meinung nach zu Tode gelaufen. Also, die machen immer nur das neueste High-End-Bar und dann ist es auch immer wieder das gleiche. Das ist nicht schön. Deswegen unterstütze ich auch die kleinen Let's Player, weil die viel besser sind. Und ja, dann seht ihr hier, er lädt auch regelmäßig hoch. Nur am Wochenende ist Pause, da wird aufgenommen oder haben es die Leute einfach nicht verdient, dass man ihm zuschauen darf. Und das finde ich eigentlich gut. Er hat das ja auch geschrieben in seinen Teil da. Hier könnt ihr lesen, wenn man lesen kann. Kann man da das Zeug nachlesen, hat er das gemacht, verlinkt
Hat er irgendwie noch Steam? Könnt ihr ihn auf Steam terrorisieren, also stalkern? Das finde ich immer schön. Ja, dann war's das von Silurührt in der Werbetrommel 2. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich mich extrem gut darauf vorbereitet habe. ja, und mir wirklich, also ich kann euch das wirklich jetzt auch noch sagen, jetzt auch hier tut mir leid, Musiker, dass ich jetzt ein bisschen vorspamme, aber ich bereite mich nur vor, indem ich die Videos schaue. Aber was ich hier die ganze Zeit von mir gebe, ist hundertprozentig improvisiert. Also man hört das wahrscheinlich auch. Aber es sei egal, es soll ja gute Werbung sein, wirklich spontan, es soll ja nicht geplant sein, ich soll hier nicht ein Drehbuch schreiben wie bei Two-Face Blog und dann alles ablesen. Mir gefehlt sein Kanalhintergrund. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Und mit diesen verstörenden Worten sage ich euch auf Wiedersehen. Entschuldigung, wir sehen uns im nächsten Werbevideo von mir. Auf Wiedersehen.